So, Freunde. Komm da hoch, Bär. Los. Ja, Vorsicht, da vorne ist noch so ein Pulloverhügel. Okay, der. Oh nö, du weißt, ich habe keinen Bock. Ja, ja, der hat halt ins Gesicht bekommen. Erst auf der die Geschützstellung halt, ne? Drauf zurennen und dann so mittendrin merken, ah, na, vielleicht tut's doch weh. Ich bin mir gerade nicht sicher, kann sein, dass ich meinen Polovia voll in den Nacken geschossen habe. Mm. Mein Polovia sei schon, mein Megatherium. Ja, ja, dein Polovia-Technik ist okay. Aber dem geht's noch. Kleinen Mistviecher, ey. Mhm. Ich hasse sie. Die müssen wir auch noch zähmen. Ja. Vor allem, dass sie uns beide schubsen. Ja, das ist völlig unverschämt. Ich glaube, hier vorne sind auch wieder Hügel. Mhm. Na, hier im Gang zwischendrin. Wobei, ach, warte mal, hier links oben war, glaube ich, auch noch ein Loot Crate. Aber wir machen erstmal unten den Kram hier weg. Ja. Ah, da ist ein Hügel. Naja, den meinte ich ja gerade. Ja. Ach, okay. Gut, das hat mich erwischt. Naja. Passiert ja nichts weiter. Nee, das ist ganz gut. Ja, da können sich unsere Megatherium schon mal ein bisschen beweisen, denn das werden ja auch die sein, die mit zu Lysrix kommen. Ah, zur Alpha. Da haben die auch richtig Bock drauf, sag ich dir. Oh, jetzt mit dem guten Sattel. Hallo, das war... Ja, komm. Das ist halt wirklich geil. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben halt nur so lila Sättel gehabt, auch nur 5 Stück. Und wenn wir jetzt dann einen Blueprint haben für Megatherium-Sättel, Hammer. Nein, wir haben ja, also für die lilanen haben wir ja einen Blueprint. Nee, ich meine jetzt halt für die, für noch besser, für Türkis. Ja, ja. Das meine ich ja mit Hammer. Oh, hinter uns. Da ist noch was. Wölbchen. Na, vor allem, wir hatten ja damals schon in der Aufnahme auch den Compound-Bau rausgezogen, aus der Eishöhle, aus der anderen. Mhm. Live on air sozusagen. Mhm. Und jetzt Megatherium-Sattel, das ist richtig gut. Vielleicht sollten wir öfter mal Loot-Touren machen mit Aufnahmen oder so. Ja, vielleicht. Wobei die wir bisher hatten, waren ja auch so semi-gut, sag ich jetzt mal. So, links oder rechts lang? Na, wir müssen links. Ach, rechts geht's gar nicht lang, da ist noch ein Hügel. Man kann doch mal kurz die Stellung halten. Ich werf einfach schon mal. Da oben ist ein roter Loot Crate. Ja, ja, ich check mal eben die Lage. Ja, ja, ich werf nur einfach schon mal. Damit werde ich schon fertig. Kann auch sein, dass vielleicht gleich noch was von oben runtergefallen kommt. Okay, ich habe anscheinend auch voll falsch geworfen. Schön. Mal gucken. Jetzt kommt's. Weil über dir ist nämlich auch noch Viecher. Ja, jag die ruhig runter. Polovia-Tierchen war, glaube ich, noch im Winterschlaf. So. Du bist jetzt schon oben. Ja. Na, ich pulse mal nicht runter, nicht, dass du alleine bist da unten mit den... Nee, 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 nee. Alles gut. 3, 4 Affen da. Ich warte mal, was du da rauskriegst. Ja, nix Tolles. Double Barrel Blueprint, aber in Schade. Hm. Eine Riot-Hose und ein bisschen Munition. Hm. Naja, wir haben ja auf dem Rückweg nochmal eine Chance. Ja. Hoffen wir, dass es da noch ein bisschen besser aussieht. Ich gehe mal ein bisschen vorwärts. Mhm. Guck mal, was hier so los ist. Keiner da? Ah ja, doch, da hinten. Okay, mal kurz hier was wegballern. Oh, was heißt ballern? Erstmal wegschlagen. Kristalle weg. Ich weiß gar nicht, was das hier oben für ein Weg ist. Sag mal, ist dir aufgefallen, dass der Kristallabbau-Sound anders ist? Den habe ich tatsächlich jetzt nicht drauf geachtet. Der hat immer so einen nervigen Piepton. Der ist jetzt anders. Immer noch da, oder was? Besser, entspannter. Okay. Der ist mir noch nicht aufgefallen. Ich werfe mal eine Granate, auch wenn da vorne jetzt nicht unbedingt ein Polovia ist. Hm, das üben wir nochmal. Hm, ja. Dann schieße ich halt. Du kannst ja einfach, wirf einfach direkt in den Gang hinten rein. Nee, komm mal hier. Ja, aber da kommt das Polovia hier noch. Ja, das funktioniert auch hervorragend. Dann kommt aber auch. Wollte erstmal die Affen. Ach, da kommt nur der Affe. Pol da gleich mal alles hier. Komm hier. Komm, das Polovia-Tierchen. Ich hab getroffen. Die alten Schubser hier. Mhm. Boah, es wäre mit dem neuen Sattel nochmal so viel entspannter hier drin. So, ich muss danach das Tier wechseln. Naja, mach. Hast du schon gewechselt? Ich hab schon, ne? Ich habe ja auch 4 Tiere mit. Okay. Und gut. 2 liegen da draußen im Schrank. So, bau mal spaßenshalber hier einen Kristall ab und hör dir das mal an. Achso, ja, warte mal. Ich warte vielleicht mal kurz, bis der Bär da hinten weg ist. Ja. Die Bären. Hallo. Gummibärenbande. Mhm. Ja. Ah nein, mein Megatherium ist jetzt bei dir. Das ist ja schön. Das ist doch super, es kämpft gleich mit. Ja, ich bin überladen. Ja, das ist schlecht. Dann droppe ich jetzt den Kram weg, schöne Pilze und so weiter. Ja, den habe ich auch weggeworfen, weil ich meine, dafür sind wir nicht hier. Ja, ist richtig. So, Meganinchen, danke, dass du weggelaufen bist. Das wollte mir halt helfen. Ja, ich weiß, das wollte ich. Also Leder können wir auf jeden Fall aufheben. Ja. Der Rest ist weg. Sammelt es doch gerne ein. Nee. Wenn du das weggeworfen hast, ist es in Ordnung. Aber merkst du einfach nur. Oh, hallo. Ah, da ist ja eine Versammlung. Mhm. Geh mal ein bisschen zurück. Ja, bin hinter dir. Ja, da ist in Ordnung. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Mhm. Weil halt so viel ankommt. Ich komme gerade irgendwo bei 300, weißt du, irgendwie stehen 2 so eine Viechers da gegen 1000 andere. Mm. War alles weg? Na, hier ist noch ein Polo-Tierchen. Hey, das schubst hier voll. Mm. Schubst hier. Ah. Aber das Gute ist, man kriegt hier drin auch gut Level. Auf jeden Fall. Also zum Leveln kann man hier schon hin, wenn man wirklich ein starkes Tier hat, was halt Schaden machen kann und dann vielleicht noch ein schwächeres mitnimmt, was nicht unbedingt vorprescht. Boah, weißt du was? Ich mir gerade so vorstelle, mit dem Winter-Event, was wir jetzt nicht mehr drauf haben, ob mit hier drin die Abomination Snowman hier drin gespawnt wären. Abominable Snowman. Abominable, ey, ich kann's einfach nicht. Abominable, das ist so ein Begriff, der löscht sich bei mir auch. Der löscht sich bei mir direkt aus dem Kopf. Abominable. Da ist noch ein roter Loot Crate. Ja, aber wenn du überlegst, er hat damals mit dem Giga schon irgendwie richtig reingehauen. Ja. Und der Giga hat schon einen Haufen Schaden gemacht. Yep. Aber der war trotzdem zur Hälfte runter. Ja, also zur Zeit des Winter-Events wäre ich hier nicht reingegangen. Ja, wenn er denn hier drin gespawnt wäre. Ja, ne? Wenn. Das weiß man ja nicht. Wobei wir eine Axt so kennen. Da vielleicht weiß das jemand von euch, liebe Zuschauer, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, gerne. Gab's ob ihr die hier drin mal gesehen habt. Genau, den Abominable Snowman, diesen komischen Yeti, der überstark war. Ich bin schon jetzt so schwer hier, mein Gott. Die Sättel wiegen halt auch so viel. Mhm. Hey, Lebenspunkte gehen aber schon gut runter hier. Meine nicht, also pff. Ich habe ein paar Schellen abbekommen. Ja. Und? Auch nicht so doll. Noch ein Bibersattel und ein Riot Shield. Was wollen wir denn mit Bibersätteln? Naja, wir haben noch keine Biber. Das ist ein Zeichen, ne? Mhm. Oh mein Gott. Da vorne ist auch wieder was los. Raus aus dem Wasser. Los. Der will nicht. Hallo? Hallo? Mhm. Hallo? Kommst du nicht raus? Nö. Ist ja hervorragend. Dann bleibst du halt da drin. Muss hier drüben raus, glaube ich. Ist ja klasse. Ne? Ich komme nicht aus dem Netz. Rausgekommen? Ja, ja. Du siehst ja das dicke Ding neben dir. Ja, gerade. Jetzt kommen sie. Ich glaube, da vorne ist wieder so ein Polovia-Tierchen im Wasser. Ja, ich sehe einen Hügel. Ach, im Wasser. Naja, du weißt, was ich meine. Ich wollte eigentlich sagen, hinter uns ist ein Affe im Wasser. Und mein Hirn hat das wieder alles gemixt. Ich kenne das. Das kennt ihr bestimmt auch, oder? Ihr wollt irgendwas beschreiben, erzählen und bei euch mischen sich einfach zwei Gedanken. Und dann kommt da richtiger Salat raus. So, ist hier rechts von uns eigentlich ein Liquid im Wasser? Nee, ne? Doch, das ist ein blauer, oder? Ich würde mal kurz gucken gehen. Oh, warte mal. Ja, du siehst, ob es leuchtet oder nicht. Da leuchtet irgendwas rot, ja. Warte mal. Da ist ein roter Loot-Crit im Wasser. Ja, dann würde ich mich mal abseilen. Ja, warte, da ist noch ein Affe hier vorne. Ja, ja, ich will mal ganz kurz... Achso, ja, mach. Der ist hier vorne. Wo habe ich denn jetzt eigentlich... Da. Gut, ich tauche mal ab. Hm. Hui! Und welche Epics? Ich glaube, war das ein Quetzal? Wenn du schon überlegst, dann eher nicht. Nee, also episch war das nicht. Das war ein Journeyman Quetzsattel, also lila Quetzsattel und also ein Enduro Stew. Also Müll. Also richtiger Müll. Gut, dann lootest du nicht mehr. Für einen roten Airdrop. Dann lootest du nicht mehr. Na, aber du hast jetzt ja auch nur einmal... Hallo, ich habe ja wohl ein Megatherium-Sattel rausgezogen. Ja. Da habe ich ja wohl einen Bonus. Das war Anfängerglück. Ja, das stimmt. Aber du spielst ja kaum mal zum ersten Mal. Ja. Da kommt eine Menge Viehzeug da vorne. Mal her damit, ich sehe nichts. Ach Mann, jetzt bin ich wieder in einem Tierchen drin. Ich hasse das, wenn du aufsteigst und in einem Tier drin stehst. Ja, hier sind die Gänge halt so eng. Die sind nicht für Megatherium ausgelegt, ne? Na gut, ich kann ja nicht absteigen. Ah, okay. Ah, ich wurde gestanden. Oh, shit. Ja, ich komme nach vorne. Ich habe gerade gelevelt. Schön. Geht's dir noch gut? Ja. Ja. Ich würde gerne aufsteigen. Danke. Okay. Sitzt du? Ich sitze wieder. Mal durchschubsen hier. Ja, ein bisschen die Rüstung angenagt, aber es ist noch okay. Oh mein Gott. Ja. Einfach nur grüne Zahlen. Mehr sehe ich nicht. Und hin und wieder irgendein Tier, was stirbt, solange es nicht unser ist. Nee, ich glaube, rote Schrift wird es schon merken. Fährt auf einmal das Megatherium unter dir. So hoch. Hui, wir haben es geschafft. Geil. Boah. Ist schon ein geiler Raum hier. Ja. Das Artefakt zischelt. Geil. Uiuiui. Gucken, ob das zweite gleich hinterherkommt. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen. Und mein Megatherium ist auch schon wieder zur Hälfte runter. Ey. Die haben ordentlich auf die Mappe gekriegt gerade. Oder es wurde angeschossen von uns. Ich weiß, keine Ahnung. Kann auch sein. Ich habe nur meins vorne angeschossen, das andere. Also glaube ich zumindest. Sehr schön. Kann ich schon mal ein bisschen den Müll hier aussortieren? Das brauchen wir denn nicht. Ja. Ich schmeiße auch die grünen Zettel, werfe ich weg hier. Ist ja ein unnötiger Ballast. Wobei, das wäre eigentlich was für ein Grinder sein, ist ein Blueprint. Ach, ich nehme doch keinen grünen Zettel für einen Grinder mit, also ernsthaft. Da kommen 20 Leder raus oder so. Ja, wäre die 20 Leder nicht eher. Ja, aber dann nehme ich gleich wieder einen Stack mit 4000 Leder mit, ne, weißt du, oder mit 2000, das wäre ungefähr die gleiche Gewichtsklasse. Hm. Da gibt auch mehr Sinn. So, das kann weg. Der ganze Müll. Mhm. Weil es ja meistens nicht so viel wiegt. Ich meine, ja, allein so ein Schild wiegt halt einfach mal 30 Kilo, ne? 30, das Ride-Schild, ja. Ja. Und das andere, was ich in der Tasche habe, das wiegt auch 45, natürlich. Man gönnt sich. So, ich habe es noch nicht mal gebraucht, weil ich gestunt war, weil ich abgestiegen bin. Ah, ja, das kann jetzt ein bisschen dauern hier. Ja, es ist doch wieder da. Ist es jetzt gerade da? Siehst du doch. Ja, schön, ich war gerade da, da war nichts da. Siehst du den Punkt, der da schwebt? Sekunde. Irgendwas ist hier an der Wand. Hörst du das? Das hat geraschelt vorhin, ne? Ja, jetzt ist es wieder da. Ich war gerade da, da war nichts, da lag nur so ein kleiner Kothaufen. Ach, ein Kothaufen. So, dann packe ich schon mal hier den Otter aus. Mhm. Boah, ich hoffe, sehr schön. Oh, mein Gott. Ich hoffe, der überlebt das. Ja, hier wird ja wohl nichts passieren jetzt in der Zeit. Naja, wir müssen auch noch raus, ne? Da ja, ist dann wieder auf voll. Dem Rückweg, na klar. Und da muss er ja auf der Schulter bleiben, wa? Mhm. Ah, das ist natürlich dann wieder aufregend. Mhm. Naja, irgendwas ist immer. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen dann so lange ein Aufnahmepäuschen hier, während wir auf die beiden weiteren Artefakte warten. Ja, und auf jeden Fall. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die da sind, denn dann heißt es... Weil das Rumstehen ist nicht so spannend. Nee, das ist nicht spannend und wir stehen ja wirklich nur rum. Aber dann heißt es wenigstens den Rückweg antreten, dann sehen wir uns gleich wieder. Mhm. Da sind wir wieder und hier ist dann auch Artefakt Nummer 4. Ja, lang genug hat es gedauert. Das ist wohl wahr, deswegen nehme ich mir das mal mit. Das andere hat schon mein kleiner Otter auf der Schulter. Aber ich sag mal so, wenn man sich schon hier reinkrepelt, reinquält in die Höhle, dann kann man ja gleich mit Otter nochmal entsprechend mehr mitnehmen. Also man könnte natürlich jetzt noch weiter warten, bis man keinen Bock mehr hat oder so, ein paar Stunden, aber ja, bei Respawn werden wir mit Sicherheit sowieso haben. Ja, auf jeden Fall. Aber also jetzt haben wir zumindest schon mal 4 Artefakte. Ja, jetzt kommt erstmal noch der spannende Part, was auf dem Rückweg so wartet. Ich habe nebenher meinen Megatherium noch ein bisschen hochgeheilt. Ist jetzt nicht bei 100%, aber ich hatte noch so viel Fleisch. Ja, wir haben übrigens festgestellt, dass irgendwie in den Höhlenwänden hier die ganze Zeit irgendwie Fledermäuse oder Spinnen oder irgendwas quietschen. Wir wissen nicht, woher die kommen, die Geräusche. Es sind auf jeden Fall irgendwelche Spinnen, Fledermäuse, keine Ahnung, irgendwas. Wir hatten gedacht, vielleicht aus der anderen Eishöhle, aber die ist gar nicht so weit im Süden oder die reicht nicht so weit nach Süden. Deswegen ist es halt echt merkwürdig, dass hier so rumquietschen. Ja, wenn ihr wisst, was das sein soll, gebt mal Bescheid oder ob das einfach... Weil wir sind gar nicht so weit im Berg drinne halt und die andere, die Skylord-Höhle da oben, ich glaube, die reicht halt auch nicht bis hier runter. Da gibt halt gar keinen Sinn. Hm. Aber irgendwie, keine Ahnung, was hier... Was sind andere Tiere, die einfach richtig komisch klingen? Jetzt nee, das sind definitiv... Ja, Spinnen oder Fledermäuse. Ja, finde ich ja auch. Jetzt komme ich ja auch nicht hoch. Ich glaub, du musst rechts lang. Ja, ich komme gerade gar nicht. Ich glaube, du musst hier unten lang, oder? Meine Güte, das ist ja eine blöde Stelle hier. Ja, die Pizza hat doch zu schwer. Ganz rechts. Warte mal kurz. Ich komme ja gar nicht durch. Ich komme ja hier gar nicht mehr. Ja, doch, ansonsten jetzt kurz wegpacken und wieder auspacken. Warte mal. Komm her, kleines Megatherium. Komm, komm. Es bewegt sich ja auf irgendeine komische Art und Weise. Jetzt hängt fest. Ich pack's weg. Meine Güte, was ist denn da schon wieder los? Ja, wir haben jetzt bestimmt hier, keine Ahnung, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so verbracht. Haben gar nicht mehr so genau geguckt, aber auf jeden Fall ein bisschen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Respawn haben. Es wäre komisch, wenn nicht. Krieg ich das nicht eingesammelt oder was? Kommst du bitte her? Anni hat Spaß. Yes. Ja, vielleicht haben wir auf dem Weg nach draußen noch Glück mit den Loot Crates, weil die dürften ja auch respawned sein. Zumindest einige. Die Kristalle sind auch respawned, ja, am Arsch. Ja, dann kann ich jetzt gleich mal testen. Vielleicht höre ich es ja. Mhm. Ja, es klingt ein bisschen anders. Also nicht so ein Fieben, sondern halt wirklich so ein Zerbrechen von Glas. Ja, aber schöneres Geräusch, finde ich. Ja, definitiv. Also ich meine, das Geräusch vorher war auch einfach nervtötend. Das war schrecklich. Würde ich sagen. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, war echt, also... Um alle zu ärgern. Wobei es sicherlich auch genug Menschen gibt, die diese hohe Frequenz gar nicht mehr gehört haben. Ja, aber selbst ich höre das und ich höre schon diese hohen Frequenzen nicht mehr aufgrund des Alters. Ja. Ich glaube, rechts oben ist doch wieder ein Loot Crate, kann das sein? War das hier oben? Das war rechts von uns, aber wir können ja gleich mal gucken, wo wir vorne sind. Ach, da, oh, Respawn. Also wenn jetzt hier schon Respawn ist, dann können wir gleich die ganze Höhle nochmal durchprügeln. Ja. Ey. Das ist schön. Wobei ja vielleicht auch nicht alles respawnt ist, muss man ja auch dazu sagen. Wir sind ja jetzt hier schon fit. Hey, Wolfi. Fein. Boah, dann muss ich ja wieder umskillen und noch mehr Sättel bauen, ey. Boah, ich habe da mal keinen Bock drauf vom Umskillen, deswegen haben wir die meisten Sachen, die wir jetzt haben, auch in Standard gebaut, also Standard Blueprint-Qualität. Ohne halt diesen Bonus vom Crafting oder so. Ich finde es immer nervig umskillen, dann kannst du nichts tragen, weil natürlich alles voll ist irgendwie. Ja, es geht am schnellsten, wenn man noch jemanden dabei hat, der einem dann irgendwie ein bisschen helfen kann. Naja, muss ja auf jeden Fall. Oder du packst alles schon in die Kisten und brauchst dann dementsprechend danach. Oder Werkbänke oder was auch immer. Das Problem ist, da passt halt nicht so ultra viel rein, gerade wenn du nicht die Stack-Size erhöht hast. Kriegst vielleicht Material für 2 Sättel rein, ansonsten musst du das wieder zusammentragen. Ja, ein fertiges Sturmgewehr und Riot Boots Blueprint. Hält sich mal wieder an Grenzen. Ne, so ein Terry-Sattel wäre noch geil. Ja. Den würde ich glaube ich noch nehmen, weil da haben wir nämlich auch nur einen Standard grauen Sattel. Also da haben wir noch gar keinen anderen gefunden. Weder in fertig noch im Blueprint. Ich wollte eigentlich irgendwann mal durch unseren Blueprint-Schrank für die Sättel durchgehen. Und dann? Ja, trauern. Dann bist du durchgegangen und dann... Dann bin ich durchgegangen, habe gesehen, was wir nicht haben. Und ich kann dir sagen, dass wir keinen Terry-Sattel haben. Ja, wir haben einfach die wichtigen Sättel nicht. Ja, doch. Also Rex haben wir jetzt, glaube ich. Ja, gut, okay. Giga haben wir. Juti haben wir, glaube ich, auch nicht so dolle. Der wichtigste wäre jetzt eigentlich noch Terry, weil der halt für einen Boss wäre. Mhm. Oh Gott. Hallo. Zurück. Ah ja, da kommen sie. Ja, ich laufe schon rückwärts. Ich würde halt gucken, dass ich mich irgendwie auch neben dich stellen kann. Hier ist breiter. Ist gut. Für einen Bären. Naja, da vorne steht noch mehr. Das kann man ja ranpullern. Ja, wenn man hier nicht wieder im Tier landen würde. Ja. Achso, du hast schon. Kommt her, Freunde. Oh ja. So muss es doch. Was? Ja, genau. Es ist einfach laut. Oh Gott, es ist laut. Wir fliegen gleich die Ohren davon. Level Up schon wieder. Oh, diesmal sogar für mich. Oh. Geil. Anni wird vielleicht doch noch Level 105 oder so. Mm. Und eigentlich könnten wir theoretisch mal irgendwann ein höheres Level erreichen, wenn wir dann die Ascension dann irgendwann hinkriegen. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Nee. Haben wir ja leider irgendwie nicht geschafft. Bisher. Wird auch noch ein bisschen dauern. Wie viele Lebenspunkte hast du? Ich habe, sag ich dir gleich, warte. Und die wechseln. Eine 600 oder so. Hm. Ich habe jetzt 480. Ich habe 600. Ja, ich würde auch nur noch auf Leben gehen. Ich habe ja da ein bisschen Nahkampfschaden geskillt. Wobei theoretisch braucht man ja nicht unbedingt. Ich geh mal kurz. War das nicht hier mit dem. Was denn? Nee, hier war vorhin auch kein Loot Crate. Da sind immer noch die ganzen komischen Anglerfische drin. Nee, ich glaube, da spawnt doch keiner. Das lädt aber dazu ein. Ja, nee. Lädt nicht. Nee, da will ich nicht tauchen gehen, ganz ehrlich. Okay. Da ist mir zu viel drin. Ja, die nagen einem sicherlich auch am Fuß. So, wir könnten hier Glück haben, dass wir... Gucken hier um die Ecke. Ich hänge gerade. Wir gehen hier runter. Okay. Wir gehen hier nochmal gucken, ob da hinten ein Loot Crate gespawnt ist. Oben ist ein gelber. Wo oben? Direkt über uns oben. Ich hole den mal. Ja. Warte. Ach, da kommen wir gleich lang. Ach so, na, ich hätte den einfach geholt. Ja, da kommen wir doch gleich, das ist der Weg in Richtung Ausgang. Ja, naja, das sah gerade so einladend dafür aus, dass man den holen kann. Quatsch. Da kann man ganz normal hochlaufen. Da brauchst du nicht einen teuren Grappling-Hook verschwenden. Einen teuren. Hallo? Ganz teuren Grappling-Hooks. Ja, natürlich. So. Ich hatte mich ganz normal hier hinlaufen. Wo bist du denn abgeblieben? Ja, hier kurz. Warum? Weshalb? Wieso? Mir war so. Nein, aus. Darfst doch gern herkommen? Ja, machst du schon. Stirbt nicht. Nur die Lachse. Boah. Warten halt tot? Nee. Drittel weg. Ja, du solltest ja auch nichts pullen da hinten. Bin da halt mal kurz lang. Wenn so ein richtiger Abenteurer ist, der guckt da auch mal lang. Mhm. Wir waren da vorhin schon übrigens. Naja, aber dann guckt man nochmal lang. Mein Gott, diese Kristalle. Na, nicht, dass wieder Polovia da hängt. Nee. Du hast einfach nur von hinten gedrängelt. Jetzt habe ich wieder gedrängelt. Ja, das ist korrekt. Du hast nämlich auch eine Riesenpizza gegessen. Das stimmt allerdings. Oh. Da ist ein Pullovertierchen im Weg. Hm. Jetzt mit dem, nee, nicht mit dem Oster-Event, sondern ich glaube noch von dem Love and Bold Event gab es ja so einen Skin für Granaten. Ja, Teddybär-Skin. Ja. Ich war vorhin schon kurz versucht. Wolltest du welche mitnehmen? Ja. Warum hast du nicht? Oder hatten wir keine Rohstoffe dafür? Ich habe gar nicht geguckt, was der kostet. Aber das ist eigentlich ganz witzig. Ja, das Problem ist, die meisten Sachen, die waren halt so mit Schokolade und so ein Kram. Ja, wir haben halt 3 Herzchen noch. Aber ja, Schokolade stand da auch bei. Ja, und irgendwas anderes halt. Also Candy haben wir noch nicht, weil das Problem ist halt wirklich, von dem Zeug, was wir da bräuchten, zum Beispiel auch für den Bettskin oder so, haben wir einfach die Sachen nicht. Hm. Oder zu wenig, dass sich lohnen würde, halt wirklich alles zu bauen. Man muss ja auch nicht alles haben. Aber schön wäre es schon gewesen, wenn wir schon mal ein Event haben. Wir gucken auf jeden Fall dann gleich nochmal nach dem Loot Crate hier links. Weil da ist nämlich der gelbe Loot Crate, logischerweise. Mhm. Ach, hört auf. Erst jaulen und dann liegen sie trotzdem im Dreck. Wir haben schon mal vorsorglich Schmerzen bekundet. Ach, hör doch mal auf zu schubsen, mein Gott. Einfach mit dem Rücken an die Wand. Ja, ist schwierig. Ach, diese blöden Viecher. Ja, dieser Knockback ist halt einfach ätzend. Ja. Vor allem das Witzige ist halt auch, wenn du halt mit einem Rex hier drin stehen würdest, wären sie trotzdem ganz schön penetrant mit ihrem Knockback. Oh, rechts ist noch ein Polovia mit bei. Ja, da kommen sie doch. Ordentlich was weggemetzelt hier auf jeden Fall. Ja, aber hallo. So. Mein Megatherium hat jetzt auf jeden Fall auch noch ein Level up. Du guckst oder soll ich? Ich mach mal. Na, mal gucken. Müll. Na super. Also liegt's ja doch nicht an mir. Na, aber ich habe wenigstens eine gute Sache rausgeholt. Du hast ja auch alle Loot Crates bis auf eine, nee, bis auf zwei. Ja. Siehst du? Aber gleich den ersten. Das war schon Grund genug. Und wie viele gute Sachen hast du rausgeholt? Na? Darüber reden wir jetzt nicht. Irgendwo haben wir auf jeden Fall oben noch einen Loot Crate. Vielleicht ist ja auch respawned, der blaue. Vielleicht ist in dem blauen einfach der bessere Loot drin. Man weiß es nicht. Da würde ich dann reingucken, aber ich gehe davon aus, dass da nichts Geiles ist. Ein Protovertierchen auf jeden Fall im Boden. Hm. Achtung, ich werfe. Ich habe es leider nicht so gut gesehen, wo es landet. Es ist direkt vor dir. Wo hast du denn bitte hingeworfen? Nee, ich habe da auf... Hä? Na, ich hänge auch irgendwie gerade richtig merkwürdig auf dem Megatherium. Ja, weil es gestunt ist. Schön. So, oh hallo. Ja, da kommt denn hier gleich angesprungen. Der wollte zur Begrüßung halt mal Hallo sagen. Mhm. Ist aber bei Hunden auch so, weißt du, kommst nach Hause, spring erstmal so einen Hund an. Mhm. So 50 Kilo Docke oder so, keine Ahnung. Genau, drück mich. Und dann liegst du erstmal am Boden. Oder hier so eine dänische Docke, die dir einfach die Pfoten auf die Schulter legen kann, wenn sie in der Beine steht. Ja, schön. Da würde ich mich erstmal nicht mehr bewegen. Ja, aber sind ganz liebe Tiere. Hier rechts sieht aus, ob hier irgendwie ein Loot Crate sein könnte. Ach Gott, wer steht denn hier am Ufer? Hab ich gar nicht gesehen, also getarnt. Polovia. Ja, das wirklich so grau-weiß. Hat gut gepasst zu den Steinen. So, wo wäre der Loot Crate? Ja, hier ist noch eins. Hier rechts ums Eck. Ach, und ein Bär hinter mir. Zwei. Blaue Loot Crate, die kannst du dann holen. Dass wir kurz Sachen umbringen. Da vorne ist auch ein Loot Crate, ein gelber. Kannst du beide holen. Ja. Und dann gehen wir hier den Fluss lang, nach hinten. Ja, ich hänge. Jetzt. Andere Richtung. Achso, weil da war jetzt der rote. Außerdem ist er dann gelb und nicht rot. Ja. Naja, Farben sind halt auch nur Schall und Rauch, ne? Hier einfach den Fluss runter. Ja, ja. Gott, das ist da vorne so viel Zeug. Ja. Ist ja alles voll da vorne. Irgendwas Türkises. Ja, kannst wieder zurückkommen, kannst nahe gucken. Ja. Auf jeden Fall war auch ein Fiomia-Sattel mit bei. Die ganz wichtigen Dinge. Ach, hör doch auf zu schubsen, sag mal. Mhm. Manchmal kann man auch gar nicht so richtig zuschlagen dann. Nein, wenn du halt irgendwie leicht in der Luft hängst oder so, dann klappt das nicht. Gerade wenn sie dich wegschubsen oder über einen Stein drüber glitschst oder so. Mein Gott, dieses Schubsen. Puh, da vorne sind aber noch ein paar Wölfe. Ja, ich habe alles gepult, was da hinten stand. Hm. Die Seewölfe hier. Man kennt's. Erst ein bisschen rumplanschen. Gab's da nicht mal einen Roman oder so, der Seewolf? Oder eine Verfilmung? Wahrscheinlich zu einem Roman. Habe ich noch nie gehört, aber... Ja, ne, die alten Hasen hier, die wissen es bestimmt. Erzählt Mario was vom Pferd oder gab's da tatsächlich was? Ja klar gab's da was. Ich erzähle doch keinen Murks, sag mal. Der Seewolf, ja? Ja, irgendwie sowas. Endlich Ruhe. Das ist wie wenn du Bauarbeiten vor der Tür hast. Na, und dann sind ungefähr 20 Pullovertierchen vor dir. Ja, oh Gott. Ja, geh mal zurück. Jo. So, Achtung. Überall klirrt's. Ja, mal. Wo hast du ihn geworfen hier? Ich habe gar nicht geworfen. Neben mir ist was explodiert. Ja, ich habe gar nichts geworfen. Aber ich habe nur 2 Granaten geworfen. Ja, ganz offensichtlich ja schon. Ach, jetzt hat mich was von hinten gestunt. Hm. 2 Viecher. Oh je. Hm. Stun ist halt richtig ranzig, ne? Du lebst ja noch. Also ich habe keine Granaten geworfen, kann ich schon mal sagen. Ja, weiß ich nicht, warum die da hingefallen ist. Ja, du hast auf jeden Fall irgendwo auch ganz nach hinten geworfen. Und die ganzen Viecher hier vorne sind alle noch drin. Vielleicht haben die eine Granate geworfen. Ja, stell dir mal vor, Polovia-Tierchen jetzt bis an die Zähne bewaffnet. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, die lernen ja auch. Ja, eben. Und bei dem Zeug, was hier liegen bleibt, wenn irgendein Abenteurer mal ablebt... Okay. Kurz, was habe ich davor gefunden? Einen grünen Fiomia-Sattel. Ja, also unnötiger Müll. Und einen türkisen Mammutsattel. Auch Müll. Alles und Müll. Hier haben wir jetzt, 2 Blueprints für Flak-Schuhe und für, ich glaube, Flak-Handschuhe. Und da hatten wir nämlich nichts bisher. Ja? Ach nee, Mist, nicht Flak, sondern Plüsch hier. Na, Plüsch. Plüsch, ihr wisst schon. Pelz. Ja, Plüsch, ja klar. Plüschhandschuhe, wer kennt sie nicht? Passen zu den Plüschhandschellen. Auch. Oh Mann, ey. Sehr schön. Na gut, die guten Plüschhandschuhe. Also, Loot, naja, ausbaufähig. Immerhin aber 2 Blueprints. Ja. Bin jetzt nicht so unzufrieden. Ist okay. So, hier haben wir die Ladegrenze von der Höhle. Ja, Hauptsache dein Tier verschwindet nicht. Nee, alles gut. So, ich glaube, wir sind hier, passen hier nicht durch. Wir müssen hier drüben lang. Passen wir da durch. Bisschen anschieben. Nee. Nee, du sollst da drüben durch und hier durch. Seh nix. Da. Da. Da passen wir auch nicht durch. Hier geht nicht. Okay. Nee, da hat ja auch damals der Kanu nicht durchgepasst auf dem Kompass. Nee, die Kanus waren ja auch fett. Ja, aber so ein Megatherium ist halt auch umfangreich. Das ist ja wohl... Hallo. Voluminös, ich habe nicht gesagt... Umfangreich. Ja. Das hat, also ernsthaft. Was denn? Was soll ich sagen? Das ist auch dann, wenn ich im Gehör steht, dann so, oh, du bist aber umfangreich geworden, sag mal. Ja, ja. Hallo, hast du mich gerade fett genannt? Umfangreich, voluminös, volumenstark. Volumenstark. Mhm. Volumenstark klingt irgendwie so, weil das könnte auch Werbung für ein Haarshampoo sein. So, ich lade mal kurz ein bisschen was aus. Das Problem ist, wahrscheinlich sehe ich das hier gleich wieder nicht, wenn ich reinkomme. Huch, jetzt habe ich eine Heiltrank genommen. Mann. Wir haben es ja. So, Tapir, du musst jetzt leider ein bisschen was nach Hause schleppen. Mhm. Soll ich einfach dein Tierchen einpacken? Nee. Da den ganzen Scheiß drin. Ah, okay. Ich bin falsch. Aber ich packe erstmal alles irgendwie rein hier. Keine Ahnung. Nee, warum geht's denn hier raus? Anni ist lost. Durch den schmalen Gang. Ja, korrekt. Und dann kann man einfach rausrennen. Ja. Okay, ich sehe den Namen. Das ist gut. Ich habe irgendwie gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass der Weg rein so lang ist. Naja, schon eine ganze Weile. Okay, dann kommt das raus. So, du hast ja schon dein ausgemüllt. Mhm. Also da liegt wahrscheinlich noch irgendwas rum, aber ist auch egal. Ja, Fleisch und so Kram, das hier. Ja, ich trau mir jetzt auch gleich weg. Dann packe ich die Sachen schon mal. Dann packe ich die jetzt wieder ins Inventar. Tapir ist ja irgendwann auch überladen. Quatsch. Quatsch? Dann packe ich alles wieder hier in der Hand. Ah, das ist deins. Okay. Ach nee, oh, warte mal, das Chili. So. Gut, du kommst raus? Ja, ich bin auf dem Weg. Okay, alles klar. Ihr Lieben, dann soll's das für heute gewesen sein. War ja schon aufregend. Wir waren ja sehr erfolgreich. Wir waren auf jeden Fall erfolgreich, muss ich auch sagen. Niemand ist gestorben. Wie konnte das passieren? Und wir haben alle Artefakte. Wir haben jetzt alle Artefakte. Und für alle Bosse. Ist was. Cool. Also gibt's demnächst sicherlich auch mal Lysrix Alpha. Ja, mit dem Megatherium auf jeden Fall, mit dem Sattel. Genau. Und auf jeden Fall wird es auch Scorched Earth Episoden geben. Oh ja. Wir müssen halt mal gucken, in welcher Reihenfolge wir was machen. SE interessiert uns einfach brennend, das muss ich dazu sagen. Im wahrsten Sinne, ja. Mhm. Der war gar nicht beabsichtigt. Ja, ich wollte das fragen. Das ist halt wirklich so, das war nicht beabsichtigt. Oh Gott, oh Gott. So, rauf mit dir, sehr schön. Achso, ja, wir müssen die Spikes vielleicht noch wegbauen. Ah. Aua, aua, aua. Arme Tapir. Ja, ich kann das ab, es ist easy. Ist ja nicht das erste Mal, dass er aufs Maul kriegt. Das stimmt. Genau, also sicherlich demnächst dann SE-Folgen, aber die Island ist dann einfach nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, wir werden dann höchstwahrscheinlich dann direkt mit SE durchstarten, weil ich meine, hier würde es ja noch eine Ecke dauern, bis wir dann durch sind und müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir das im Cluster, dann können wir hin und her wechseln, wie wir lustig sind. Aber ist noch nicht ganz entschieden. Ich denke mal aber trotzdem, dass wir dann als nächstes erstmal mit SE weitermachen. Richtig. Ihr werdet sehen. An euch jetzt jedenfalls ein großes Dankeschön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Mhm. Und dann freuen wir uns natürlich über Kommentare. Noch schön Ostermontag oder was auch immer. Ja. Oder ja, Ostermontag, wenn heute Ostermontag ist für euch. Sollte eigentlich sein. Ansonsten, wie gesagt, gerne Feedback dalassen, Kommentärchen oder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentärchen? Freuen wir uns drüber, ein Kommentärchen. Ah ja, okay. Wisst ihr Bescheid. Also dann. Likechen, Kommentärchen. Genau, bis zur nächsten Episode. Däumchen. Däumchen. Macht, wie ihr möchtet. Ja, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.